Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen durchlief Eisbären-Neuzugang Casey Bower seine erste Trainingseinheit beim amtierenden deutschen Meister. Es sind allesamt gute Spieler, das sieht man gleich. Schnell auf dem Eis, technisch versiert, man sieht, warum sie so erfolgreich sind. 16 NHL-Spiele, in denen er einmal traf, 231 Einsätze in der AHL und zuletzt eine Saison bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Der 28-jährige Verteidiger bringt einiges an Erfahrung aufs Eis und hat bei den Berlinern neben grundsolider Defensivarbeit einen weiteren klaren Auftrag. Ja, Casey ist für uns ein sehr stabiler Verteidiger. Das kann auch gefährlich sein, offensiv, aber sein Hauptgrund, dass er hier ist, ist gut defensiv zu stehen. Der ist robust, kann gut und hard Checks austeilen und ist in der Kabine für die jungen Spieler auch ein Vorbild. Bereits in seiner ersten Trainingseinheit auf dem Eis setzte der US-Amerikaner diesen Auftrag seines Coaches Jeff Tomlinson in die Tat um. Mit Eisbären-Nachwuchsspieler Henry Hase wird Bower in den ersten European Trophy spielen, wohl in einer Verteidigungsreihe agieren. Darum fangen die ersten Mal zusammen an. Das ist wichtig, dass der Henry von einer NHL-fahrenden Verteidiger lernt. Und Casey ist einer, der hat Geduld und wird mit den jungen Leuten auch reden. Auf dem Eis war es kühl. Abseits der Eisfläche konnte sich Casey Bower zudem einen ersten Eindruck über seine neue Heimatstadt Berlin machen. Ich habe natürlich bereits einiges über Berlin gehört. Ich habe auch schon eine Bootstour gemacht, bei der man viel gesehen hat. Berlin ist eine tolle Stadt, das merkt man schnell. Bereits in einer Woche startet für die Eisbären Berlin in Oulu die European Trophy. Bis dahin liegt noch einiges an Arbeit vor den europäisch ambitionierten Berlinern. Casey Bower wird diese mit Sicherheit mit einem Lächeln angehen.